generell sind wir erst einmal da, weil die Zustände in Deutschland, so wie sie im Moment gerade laufen, untragbar sind. Weil das ganze System vom Kopf weg krank ist. Weil wir einfach eine Sicherheit haben wollen in unserem Land, weil unsere Kinder eine Zukunft brauchen in dem Land und weil einfach das gesamte System so nicht mehr funktioniert. Wir wollen ein Mitspracherecht haben, wir wollen Wahlen haben, die wo auf unserem Willen geschehen und nicht selbstbestimmt irgendwo da oben mit irgendwelchen Koalitionen zustande kommen, wo dann sogenannte Wahlversprechen zu 100% gebrochen werden. So ist es so. Also einfach, wir mögen, dass unsere Kinder später auch mal gut geht. Wir mögen gerne auch Renten haben und wenn es geht, vielleicht nicht bis 70 arbeiten müssen. Und ja, es war halt wunderbar, dass man sagt, man geht wirklich nach den 45 Jahren in Rente, egal wann man angefangen hat zum Arbeiten. Also derjenige, der mit 15, 16 zur Lehre angefangen hat, soll doch bitte mit 60 gehen dürfen. Unsere Kinder natürlich auch. Und so, wie es der Kollege schon gesagt hat, auch um die eigene innere Sicherheit war es uns wichtig. Und da gibt es eigentlich für uns nur einen Weg, dass die Ampelregierung komplett zurücktreten muss und dass es sofort Neuwahl geben muss. Weil wenn wir jetzt nur zwei Jahre warten, dann ist Deutschland unserer Meinung nach in einem schlechteren Zustand wie 1945 und das komplett ohne Krieg. Das wollen wir verhindern. Wir wollen dieses Erbe weitertragen, was unsere Großeltern und auch Eltern mit aufgebaut haben, dass das so bleibt, wie es ist. Und beziehungsweise das wieder so wert, wie es mal war. Weil jetzt momentan sind wir ja schon am Rande vom Abgrund. Und es war schön, wenn wir ein paar Schritte zurückgehen könnten und nicht mehr an diesem Abgrund stehen und in eine positive Zukunft schauen können. Und das geht nur mit Neubauern, tut mir leid. Kann es nicht anders sagen. Der Bürger war fleißig nur, wenn man lässt. Richtig. Das wieder retten. Genau, genau so ist es. So schaut's aus, ja. Danke. Servus. Warum seid ihr da? Ich möchte mich engagieren für das Kleine, für das Normale, für die Landwirtschaft, für das Handwerk. Eigentlich bin ich Handwerker, Zimmerermeister. Und es muss wieder normal sein, die Regierung muss auch anders werden. Ich weiß nicht, ob man Politik Politiker austauschen soll oder muss, aber ich glaube, dass man Politik austauschen muss. Wir müssen wieder für unsere Leute was machen und nicht für alle anderen. Also du hast momentan kein Vertrauen in dich? Nein. Also, ich bin im Herzen grün, aber das, was da passiert, das hat mit dem, was ich eigentlich mir vorgestellt habe, gar nichts zu tun. Mir geht es um das. Das, was in Berlin entschieden wird, das betrifft uns alle. Ich bin ein Endverbraucher, das Gas wird teurer, das Öl, Lebensmittel, wenn ich heute zu essen gehe, alles wird teurer. Wer kann sich das Ganze nur leisten? Und wenn du ein Haus hast, die Versicherungen haben schon eingetrödelt jetzt, es wird alles teurer, Strom wird teurer, alles, wer kann sich das nur leisten? Und überall geht es Geld hier, auf der ganzen Welt wird es verteilt. Bloß bei uns da, für uns bleibt nichts. Ich weiß nicht, und die Leute schlafen noch nicht. Oder geht es ihnen alles gut, ich weiß nicht. Es geht, ich kann ja friedlich auf die Straße gehen. Jeder, der betroffen ist, du musst merken, es stimmt was nicht. Und sollen sie mal über das Gedanken machen. Wer hat die überhaupt gewählt? Die machen aus drei minderwertige Parteien eine Partei zum Regieren. Mein Verständnis ist da null. Warum kann nicht die stärkste Partei da einfach sagen, so wie in Frankreich, wir wollen und dann eine Woche drauf treten die stärksten Parteien nur mehr gegeneinander an und das wird nicht akzeptiert. Die regieren. Und da machen wir das Beste draus. Oder haben wir gesagt, wie geht es um dieses Bier? Wenn einer zum Einkaufen geht, dann soll sich über das Gedanken machen. Was bleibt in meinem Einkaufswagen übrig? Bleibt mir nichts mehr. Oder von der Rentner am 100. Was hast du noch? Bleibt da nichts mehr, das kann sein. Einschneiden. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass das weg wird. Aber sonst bleiben wir nicht da. Am Lech. Das kennt man vielleicht als Energiedorf. Und wir haben so ein Banner gemacht, sind happy drei Busse nach Minkel gefahren.
Und super, wir, was danke, bewegen können. So hat es machen selber immer jeden Montag immer so Aktionen bei uns. Stellen wir uns an die Bundesstraßen mit unseren Schlepper und schauen, wie die Leute bewegen. Ganz hinten an die viele Busse, Leute rufen und machen Daumen hoch. Gell? Also es ist die Zeit schreitet voran, große Resonanz, aber die Leute trauen sich einfach nicht auf die Straße zu gehen. Oder ich weiß es nicht, das ist einfach nur ein bisschen ein Problem. Ich hoffe, wir verstehen alle, wenn ihr auf Beine schreibt. Viele nicht, dass wir wirklich da demonstrieren und dass es Demos gibt. Gell? Das ist eigentlich unser Hauptding und darum wollen wir auf halt die Videos gleich immer die Botschaft präsent sein. Können Sie mal Deutsch reden? Ja. Ja, bitte. Die Fotos, die Vorstellung, was die Politik macht, die zwei wichtigsten Ausbauern wissen, die Heisel-Leitbahn ist, über die sozialen Medien gut verbreiten können. Wir müssen einfach Anspruchung haben, was wir leisten müssen, nur für die Politik. Wir müssen aber Berufsgenossenschaft und die ganzen Sachen alle weiterzahlen. Das wissen aber die Heisel-Leute gar nicht, was wir eigentlich da mitmachen müssen. Gut, danke. Warum ich da bin, ja, weil ich mit der Politik nicht einverstanden bin, was die momentan so alles machen und wie es alles regeln, sprich Bauern, sprich Handwerker, sprich die Asylpolitik ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da einfach mal wieder was Normalität reinbringt, was den Zulauf von fremden Leuten bei uns im Land hat, dass man das auch regeln kann und auch unterbringen kann, weil wir haben ja auch keine Kapazitäten mehr, dass wir die Menschen unterbringen. Ja, und es geht um unsere eigene Sicherheit zum Teil auch. Und, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so gemeint. Oh, ja, geht schon. Wir haben anständige Leute und wir wollen keinen Saustall hinterlassen. Und wir wollen das hier noch zusammennehmen.